Hallo zusammen, ich bin's wieder, Nicole von Stamp Up Your Life. Ja, heute mal mit einem kleinen Goodie mal wieder. Und zwar dachte ich mir, es ist bald Ostern, man stellt ja gerne mal eine Kleinigkeit auf den Tisch. Und also ich bin jetzt nicht so der Osterdekorierer, ich habe dann mehr so das Frühlingshafte am Tisch stehen. Und da dachte ich mir, komm, ich nehme doch einfach mal diese neuen Stempel- und Stanzsets, die wir jetzt nur exklusiv online haben, und bastel mit denen mal ein bisschen. Und entstanden ist so eine kleine Dreiecksverpackung. Ich habe hier auch den weißen Farbstock gestempelt. Und natürlich, wenn ihr das lieber mögt, könnt ihr auch einfach Designerpapier nehmen. Also das klappt auch, wie ihr mögt. Und wie diese kleinen Boxen gemacht werden, das will ich euch heute zeigen. Ist super schnell gemacht, das finde ich dann immer klasse, gerade wenn man dann, also wir sind immer 9 Leute und dann 9 Verpackungen bastelt, soll dann halt auch nicht so extrem aufwendig sein. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal das Set. Und zwar ist das ja das Set Florale Freundschaft. Das kommt zusammen, also gibt es zusammen im Set mit den tollen Stanzformen. Und da habe ich euch ja schon eine tolle Karte gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Videos hochlade, aber mit dem Set kommt auch noch eine Karte. Das ist also neu. Und dann haben wir neu dieses tropische Blatt. Das kommt zusammen mit der Handstanze. Dafür habe ich hier dieses Blatt mal verwendet und ausgestanzt. Lila ist jetzt vielleicht nicht so passend, ist aber mein Prototyp. Und was wir dann noch haben, das finde ich ganz super toll, das hätte ich so gar gerne in groß gehabt. Das Designerpapier zu dem, wie heißt es denn? Faszinierend Floral. Ein ganz tolles Designerpapier. Ich finde die Farben richtig klasse, vor allem das Orange. Hätte ich nicht gedacht. Und aus dem Set habe ich mir hier Papier genommen und habe mir einfach schon mal so ein bisschen was ausgestanzt. Und zwar ist von jedem Papier sind 2 verschiedene drin, die man zusammen mit den Stanzformen ausstanzen kann. Also ihr könnt die großen Blüten hier ausstanzen, so rum, und auch die kleinen. Und dann braucht ihr nichts Stempel, einfach ausstanzen und ihr habt schon tolle Sachen. Und auch die Blätter kann man ausstanzen. Wir haben hier dieses dreiblättrige, dieses das Doppelte und sogar hier dieses kleine kann man ausstanzen. Also das sind jetzt so Papiere, die ich auch wirklich nur zum Stanzen benutze, weil sie so toll sind. Ja, die Rückseiten sind aber auch wieder klasse. Ne? Ah, das gefällt mir auch richtig gut. Gut, egal. Jedenfalls dachte ich mir, komm, jetzt ist das Designerpapier leider zu klein, für diese Box zu, um diese Box zu gestalten. Ich lege es mal hier hin, das sieht man nicht. Ne? Und zwar braucht ihr ein Stück Farbkarton in 21 x 12,5 cm. Also ihr bekommt aus einem DIN A4 Bogen 2 solcher Verpackungen raus. Und das habe ich mir zuerst bestempelt. Und zwar ist in dem Set hier so ein ganz tolles, so ein Hintergrundstempel. Den habe ich mir geschnappt. Und habe mir die Farben rausgesucht, die in dem Set vorherrschen. Und zwar ist das einmal Osterglocke, Kalypso und Flamingo Rot. Und ich habe jetzt mit Flamingo und Osterglocke das Ganze so ein bisschen gestempelt. Und zwar immer so ein bisschen mit Abstand. Wild drauf los, auch mal über den Rand, und die Zwischenräume habe ich dann mit der nächsten Farbe, in dem Fall Flamingo Rot, bestempelt. Ihr könnt auch abstempeln, wenn euch die Farbe hier zu intensiv ist, auch den Stempel mal drehen. Und schon habt ihr euer eigenes Designerpapier gemacht.
je nachdem, wie welche Farbe ihr eben nehmen wollt. Wenn euch diese Blautöne besser gefallen, dann könnt ihr mit den Blautönen stempeln. Also wie ihr mögt. Und das Ganze falzen wir jetzt. Deswegen, ich mache das immer vorher. Wenn ihr gefalzt habt, hat das Papier so Rillen. Dann wird der Stempelabdruck nicht so schön. Deswegen mache ich das vorher. So, und zwar legt ihr euch das Papier mit der kurzen Seite oben ein und falzt bei 5 und bei 10 und auf der langen Seite bei 5, 10, 15 und 20 cm. Das Falzbrett schon weg. Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wir haben ja jetzt hier unten eine breite Seite und hier oben eine schmälere. Ich knicke das mal, dann sieht man es vielleicht besser. So, also, ne? Und das Schmale hier oben, das wird unser Verschluss. Bedeutet, das ist oben. Dann haben wir hier neben so eine kleine, eine schmälere, ein schmäleres Stück, das gibt unsere Klebelasche. Bedeutet, wir können diese schmalen Rechtecke, die entstanden sind, einmal wegschneiden. So. Und das schmalere Stück, das an die Klebelasche angrenzt, das erste, das gibt unsere Einstecklasche und der ganze Rest hier kann einmal weg. So. So. Und die unteren Laschen, die werden wie bei jeder Box eingeschnitten. Und ich habe mir hier einfach so ein bisschen wie die Falzlinien rausgeschnitten. Dann hat das so einen ganz schmalen Rand, das Papier wird ein bisschen schmaler und fügt sich später besser zusammen. So, hier auch noch. So, dann sollte das Ganze bei euch so aussehen. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen falzen, denn wir brauchen ja hier dieses tolle Dreieck, das hier entsteht. Und dafür nehmt ihr euch am besten ein Lineal und so ein Falzwerkzeug. Vielleicht habt ihr auch den Aufhebhelfer, der hat ja auch so eine Falzspitze vorne. Und zwar müsst ihr euch von dem ersten Feld die Mitte suchen, also 2,5. Und dann falzt ihr von dieser Mitte nach links außen bis zur nächsten Falz und auch auf der anderen Seite. Ich komme ein bisschen näher, ich hoffe, man kann das sehen. Also von der Mitte einmal nach hier und von der Mitte einmal nach da. Das Feld bleibt frei und das Gleiche machen wir auch nochmal bei dem dritten. Also suchen wir uns hier auch die Mitte. 2,5 cm nach links und nach rechts falzen. So, jetzt sind wir soweit schon fertig. Wir müssen jetzt hier noch die Ecken abrunden. Vielleicht habt ihr einen Eckenabrunder, die Trio-Stanze noch oder irgendeinen anderen Eckenabrunder. Wenn ihr das alles nett habt, dann schrägt euch diese Lasche hier ganz leicht an. Probiert es dann lieber später, wenn die Box geschlossen ist, wie sie sich schließt. Und jetzt erstmal alle Falzlinien nachgehen. So. Die Unterteile auch. Ich habe den Boden hier jetzt nicht gekürzt. Das könntet ihr natürlich, aber ich finde, das wird so richtig schön stabil
und es steht einfach ein bisschen besser. Und dann noch die Schrägen einmal falten. Die muss man jetzt auch gar nicht so stark. Das zieht sich von ganz alleine, wenn man die Box dann zuklebt. Aber sicher ist sicher. So. Und dann könnt ihr die Box schon zukleben. Ich habe da jetzt wieder den Tombow benutzt und habe mir hier auf diese schmale Lasche ein bisschen Tombow aufgebracht, was rauskommt. Jetzt. So, ups. Einmal wegschmieren. Und dann einfach schließen. Gut andrücken. Und jetzt seht ihr schon, wie sich die Box gleich fügt. Jetzt müssen wir den Boden knicken. Und zwar ist das das hinten. Das ist das vorne, bedeutet die Lasche mache ich am Ende. Und ich klappe mir jetzt zuerst die beiden Seitenteile ein und klebe mir die beiden Seitenteile aufeinander. Dann das hinten. So. Und wie gesagt, das Teil, das dann mein vorne wird, ganz am Schluss. Und dann könnt ihr alles so ein bisschen in Form drücken und dann auch noch mal von innen mit dem Flüssigkleber dagegen drücken. Und jetzt ist die Box im Prinzip schon fertig. Und ich wollte jetzt gern, dass man den Verschluss hier nicht sieht. Ihr könnt jetzt auch das einfach so mit einem Bändchen versehen und zumachen oder mit einer Banderole. Ich habe das Ganze hier jetzt einmal hier reingesteckt. Das ist beim ersten Mal noch so ein bisschen zickig. Aber beim zweiten, dritten Mal tut sich das dann. Also ich mache sie immer wieder auf und dann wieder zu. Und ihr seht, dann fügt sich das wunderschön. Und dann ist eure Box schon fertig. Da gerade noch mal nachfalzen. So, puff. Jetzt. So. Und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch verzieren. Ich habe mir dafür, wie gesagt, so eine Blume ausgeschnitten. Ich nehme jetzt mal, ne, gelb gefällt mir nicht. Dann nehme ich mir die. So, und habe mir einfach so ein Blatt in den Hintergrund geklebt. Das habe ich auch mit Tombow gemacht. So ein bisschen nach oben rausgucken lassen. Das habe ich mir dann mit einem Dimensional, mir reicht da auch einer, vorne aufgeklebt. Und dann sind so ganz schöne Sprüche drin in dem Set. Da habe ich mich für das Hallo entschieden. Und das stempel ich mir in Schwarz. Na. Einmal auf. Huch. So. Und das Ganze habe ich mir dann wirklich so ganz, ganz einfach mit der Schere ausgeschnitten. Ihr könnt das natürlich auch gerade lassen, aber ich fand diese Schriftart so schön, dass ich finde, man sollte die so ein bisschen betonen. Aber ihr seht, das geht wirklich schnell. Ihr müsst da bloß darauf achten, dass ihr das Papier dreht und nicht versucht, die Schere zu drehen. Dann werdet ihr wahnsinnig. So. Und dann einmal wegschneiden. Und hier habe ich mir dann einfach auch wieder Dimensionals aufgeklebt. Diesmal die kleinen. Die passen nämlich wunderschön hier rein. Zwei Stück.
eins hinter das H, eins hinter das Doppel L und dann einfach auf das Blümchen drauf. Und damit es noch so ein bisschen Blickfang gibt, habe ich mir ebenfalls zu dieser Produktlinie eins dieser Glitzersteinchen hergenommen. Wer öfter meine Videos guckt, der weiß, dass ich das mit den Schimmereffekten aufklebe, weil die wirklich Bombe kleben. Einfach ein Pünktchen drauf. Dann sucht ihr euch ein schönes Steinchen. Tschuck, das trocknet transparent. Und schon habt ihr ein schnelles Goodie. Wie gesagt, hier mit den Blümchen. Ihr könnt natürlich auch, die ist noch nicht festgeklebt, die Blätter nehmen aus dem anderen Set, das wir jetzt exklusiv haben. Ja, und ja, das war's auch schon. Jetzt hoffe ich natürlich, meine Idee gefällt euch. Wenn ihr die Produkte gerne haben wollt und ihr aber nicht online bestellen könnt, wollt oder einfach das nicht mögt, bestelle ich das natürlich auch sehr gerne für euch. Meldet euch dann einfach bei mir, ganz unkompliziert. Ihr sagt mir eure Adresse. Ich bestelle euch euer Wunschmaterial und das Material kommt direkt zu euch nach Hause. Genau. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, meine kleine Idee gefällt euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.